Ach ja. Forrest hat mal wieder nicht gespeichert. Wir dürfen wieder von vorne anfangen. Ich brauche Urlaub. Erstmal eine Woche in Norwegen gebucht. Ach nö, oder? Nicht schon wieder. Natürlich stürzen wir auch dieses Mal ab. Mit unserem schönen Flugzeug. Das wir aber auch immer bei der gleichen Airline buchen, ne? Naja. Die Downhill Airline ist dann also für uns lieber gestorben. Oh, ich habe gerade ein Dorf gesehen von den Einheimischen. Das ist interessant. Also, hallo, willkommen zurück bei The Forest, liebe Freunde. Heute mal ohne Facecam, weil die Facecam einfach nicht da ist. Ach, hallo Mensch, ich lese hier Zeitschrift. Ich lese Breathy. Und Touch lese ich auch gleich noch. Touch Mahal. Ja, also. Facecam einfach aus dem Grund heute nicht, weil ich die Kamera gerade nicht da habe. Die liegt noch beim Terror-LP. Da haben wir etwas zusammen aufgenommen, beziehungsweise nehmen das auch später weiter auf. Und ich glaube, ich brauche jetzt nicht in mystischen Geschwafel zu verfallen, sondern ich kann das ganz offen und ehrlich sagen. Wir haben Tour aufgenommen. Das werdet ihr wahrscheinlich schon sehen, wenn dieses Video draußen ist. Wenn nicht, ah ja, dann habe ich jetzt etwas verraten, was ihr eigentlich noch nicht wisst. Mein Gott, auch nicht so schlimm. So, wir ruppen mal mit und ruppen mal ab und ruppen überhaupt. Ich überlege gerade, wo es jetzt am schlauesten wäre, was hinzubauen. Ich würde ja wieder gerne in Flugzeugnähe bauen. Dann haben wir eben einen Safe Spot, nämlich das Flugzeug. Eigentlich ist das, glaube ich, gar keine doofe Idee. Und das machen wir auch mal, Freunde. Wir bleiben also am Flugzeug, bauen uns hier in die Nähe eine kleine Behausung. Nicht direkt ans Flugzeug, weil das ist ja auch irgendwo zu lame. Und dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen surviven können. So eine geeignete Stelle für ein Haus zu finden, ist gar nicht mal so leicht, ne, Freunde? Hallo? So, danke. Okay. Hier ist eigentlich ganz schön, ne? Aber ich möchte jetzt am Anfang noch nicht zu weit weggehen vom Schiff. Vom Schiff. Welches Schiff? Vom Flugzeug natürlich. Wobei, komm, kack der Hund drauf. Wir gehen jetzt mal weg vom Flugzeug. Wir können nicht jedes Mal uns im Flugzeug verstecken. Wir werden heute mal ein bisschen surviveln. Und zwar mit allem drum und dran. Da drüben ist Wasser. Da gehen wir jetzt gerade mal hin. Dann sind wir wahrscheinlich am Strand, würde ich mal sagen. Und das schauen wir uns mal an. So, ich habe auch mal zwischendurch versucht, in einer höheren Auflösung zu zocken. Das funktioniert zwar, aber wenn man dann Fraps dazu noch startet, ja, dann wird es schon ziemlich eng, muss man einfach mal sagen. So, und schau mal an, hier können wir hin. Hier sieht es doch eigentlich ziemlich ruhig aus, oder? Hier am Strand, schön gemütlich. Wenn wir uns hier ein Shelter hinbauen, stört das doch bestimmt keinen. Oder meint ihr, hier kommen auch so Typen hin? Also wenn ja, haben die einfach keine Hobbys. Ich baue mir jetzt hier einen hin. Macht doch, was ihr wollt. Und zwar direkt unter das Boot oder neben das Boot oder so. So, einmal hier hin. Okay, uns fehlt noch einiges Zeug. Loks brauchen wir auch noch. Aber ich denke mal, wenn wir hier welche abbauen, dann könnten die auch hier runterfallen. Müssen wir mal schauen. So. Ich höre schon wieder die Assis sich irgendwas zurufen. Okay. Ich finde es gut, dass hier so viele Steine sind. Schade nur, dass hier keine Äste sind. Das wäre natürlich noch cooler. Dann könnten wir jetzt schon das Lagerfeuer errichten. So, wir brauchen noch 4 Stöcke. Einige Logs für den Shelter. Und dann sind wir fürs Erste auch schon bedient. Hier liegen Stöcke rum. Sehr cool. So.
Was ich auch mal gerne wissen würde, wäre cool, wenn ihr mir das in die Kommis schreiben könntet, wenn ihr das denn wisst. Kann man denn in die Fallen für diese Typen reinrennen? Also wenn ich jetzt hier so eine Falle gebaut habe, kann ich mich dann selbst da auch drin töten? Oder kann ich da ohne Probleme durchspazieren? Der Logik nach ja eigentlich nicht, ne? Dann müsste mich ja das auch irgendwie mein Leben kosten. So. Dann gibt es zwei Baumstämme. Und dann bauen wir hier mal unser Häuschen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir können keine Sticks mehr tragen. Naja, sei es drum. Typen waren bis jetzt keine unterwegs. Zwei Baumstämme haben wir noch auf Lager sozusagen. Also wir haben schon Viecher gehört. Aber sie sind noch nicht bis hierhin durchgekommen. So, Freunde. Aber wir müssen sowieso noch mal in den Wald. Das steht ja wohl außer Frage. Okay, das Lagerfeuer wollte ich jetzt gar nicht entzünden. Das ist ein bisschen arg auffällig, da in der Ecke. Kacke. Na gut, jetzt brennt's. Mein Gott, ist halt jetzt so, ne? So. Alter, ist das hell. Das macht ja sowas von Aufmerksamkeit. Wir könnten eigentlich hier noch irgendwas hinbauen, so eine Falle. Das war nämlich auch gerade die Idee, die ich hatte. Darum habe ich das mal, wollte ich das mal nachfragen bei euch, ob ihr das vielleicht wisst, ob man sich auch selbst in der Falle strangulieren kann oder aufspießen oder was auch immer. So. Ach ja. Okay. So, noch 4 Logs brauchen wir. Dann sind wir soweit schon mal ganz gut bedient. So, was wollen wir noch hinbauen, Freunde? Was wollen wir noch hinbauen? Hier so ein Ding. Es muss doch irgendwann klappen. Oder warte. So ein Ding. Es muss doch irgendwann klappen. Wo war noch mal die gefährliche Seite? Ich glaube hier, ne? Irgendwann muss es doch funktionieren, oder? Wo ist dann die tödliche Seite? Ich glaube, hier ist sie und das ist auch gut so. Denn da soll sie auch sein. So, Stein. Dachte schon, hier geht es in die Höhle rein. Wäre natürlich super. Okay. Wir fällen auch mal diesen Baum hier. Denn man soll ja die Bäume fällen um einen herum. Da die Eingeborenen besonders da gerne hausen. Also was heißt hausen? Die klettern ja gerne mal auf Bäume. Dann können die uns nicht über dem Kopf rumirren. So. Low Energy. Ja, wir essen ja gleich. Respektive suchen uns was zu essen. So. Boah, der kommt runter, der kommt runter, aber wie? Hoppla, jetzt wäre ich fast ins Wasser gefallen. Anders als dieser Lok. Okay. Ich bin der Lokretter. Hat er nur 3 fallen lassen? Geiziger Baumstamm. Okay. Bis jetzt sieht es noch alles still aus. Aber das sagt man ja immer. Bis es dann nicht mehr still ist. So, ups, Inventar natürlich. Was zu essen haben wir noch nicht dabei, außer Snack. Den will ich jetzt nicht verbraten. Komische Texturen. Bugs. Bugs Bunny. Wirklich, Sebastian. Okay, ein Lockholder wollte ich mir auch mal bauen. Aber nicht hier hin. Bauen wir uns mal hier oben irgendwo hin.
Ach, okay, auf Felsen kann man scheinbar nichts bauen. Wow, ein Stick. Ich dachte schon, hier wäre ein Wespennest. Okay, Freunde, wir wagen uns mal ein bisschen in den Wald. Können wir uns auch nicht, das habe ich mal gelesen, dass man sich irgendwie so eine Axt craften kann. Ja, genau so. Super. Jetzt haben wir so eine Steinaxt. Die soll besser sein im Kampf gegen Menschen. Gegen böse Menschen. Okay. Alles ruhig soweit. Bräuchten mal langsam was zu futtern. Wäre ganz praktisch, wenn wir mal einen Leguan finden würden. Da vorne hoppelt ein Häschen und da vorne ist ein Leguan. Sehr schön. Da vorne ist auch das Flugzeug. Alter. Jetzt. Das da hinten war ein Hase. Genauso wie das hier einer ist. So. Noch ein Leguan. Sehr geil. Okay, Freunde. Wir verziehen uns wieder Richtung Lager. Denn. Ich habe hier ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Da unten fühle ich mich ziemlich sicher. Warum haben wir jetzt wieder die Axt in der Hand? Naja, komm. Ne. Warum steht denn hier so ein Teil? Wollt ihr mich verarschen? Die waren euch etwa schon hier aktiv? Oder sind es regelmäßig? Ach nö, Freunde. Nö. Da hätte ich jetzt aber wenig Lust drauf, dass die jetzt hier regelmäßig zu Besuch kommen. Gut, wir könnten ins Wasser schwimmen, aber dort soll es ja jetzt Haie geben mit dem neuen Patch. Mit der 002-Version soll es ja als Haie geben. Und ich glaube, mit denen ist nicht gut schwimmen oder Kirschen essen oder was auch immer. So. Wir legen mal den Leguan auf den Grill. Okay, wir können nichts mehr aufnehmen. Passt schon. Was denn hier? Ach, hier ist nur ein Glitch. Okay. Super. Glitches sind immer toll. So, ein bisschen Rüstung haben wir. Und dann kochen wir mal. Was ist denn das für ein Texturenbug eigentlich immer bei der Hand? Hallo? Ich kann jetzt gerade gar nicht mehr aufs Feuer zugreifen. Och nö, bitte jetzt nicht dieser Feuerbug, dass ich einfach nichts mehr machen kann. Doch, ich kann es essen. Sehr gut. Puh, ich dachte jetzt schon, das Feuer hätte sich einfach irgendwie verbuggt. Und gut ist. Wäre ja nicht so schön gewesen. So, hier brauchen wir Sticks und Logs. Und hier brauchen wir noch einen Log. Also einen Baumstamm. Und keine Sticks mehr, obwohl hier so viel. Na gut. Ihr werdet es ja wissen, ne? Okay. Gegessen haben wir jetzt. Einen Hasen hätten wir noch. Und wir nehmen mal die Axt mit. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, ich fühle mich da einfach sicherer. So. Was wir dann auch bauen können, das ist hier sowas, ne? Wir haben zwar nicht die Materialien dazu, aber mein Gott. Probieren kann man es ja mal. Also dann später. Werden ja bestimmt irgendwann mal so Viecher, so Typen hier vorbeikommen, so Einheimische. Und dann hauen wir denen halt eins mit dem Stein über den Kopf, ne? So wie bei Rust. So. Mal gucken, was uns der Baum bringt, ob der uns überhaupt Logs bringt. Ich hoffe es. Inständig. Aber sicher sein kann man sich da nicht. So, jetzt hier Fall. Na komm. Na.
Der bringt nur Sticks. Okay. Naja, aber immerhin. Sticks können ja nicht schaden. Es beunruhigt mich, dass hier so ein Totem aufgestellt wurde. Muss ich ehrlicherweise mal sagen. Irgendwie Schiss, dass die jetzt hier ganz in der Nähe sind. Also wie gesagt, wegen Schiss, ne? Facecam ist nicht abgeblasen, sondern nur halt jetzt in der Aufnahme nicht. Nächste Aufnahme ist dann vielleicht schon wieder mit Facecam. Also keine Angst. Ich habe ja einmal in einer Folge gefragt, ob ihr mit Facecam wollt oder ohne. Ob ich die lassen soll, und da war in den Kommentaren doch ziemlich klar: Hey, Alter, lass die bloß drin. Du bist so ein Spacko. Wir wollen dich abspackonen sehen. So, ich hoffe jetzt, dass die Logs hier runterfallen. Tun sie nicht wirklich. Na komm. So, die zwei. Ach, die wollte ich jetzt in den Logholder legen. Ja, mache ich auch gerade. Okay. Hat ja super geklappt, ne? Ich höre schon wieder Geräusche von Assis. Also gehen wir jetzt ganz schnell runter, machen den Shelter fertig und dann legen wir uns schlafen, so schnell es geht. Am besten, bevor uns die erwischen. Ich renne auch mal ein bisschen. Das da links ist nur ein Seestern. Okay. Ich dachte, die hätten auch was hingestellt. Wäre ja noch schöner. So. Ich weiß nicht, ob jetzt bei dieser Version das Speichern schon sicher funktioniert. Das kann ich nicht sagen. Hey, schön, wir haben die richtige Axt in der Hand. So. Wir könnten jetzt schlafen, aber ich glaube, dann wäre es hier erst recht Nacht, ne? Wir müssen noch warten, bis die Sonne richtig untergeht. In der Zeit können wir hier gucken. Wow, ein Stick. Können wir hier anbauen. Und hier wahrscheinlich auch nichts, weil wir die ganzen Sticks schon verbraucht haben. Okay. Dann schauen wir mal. Ist dieser Stein hier begehbar? Tatsächlich. Cool. Cool. Da haben wir hier so einen kleinen Aussichtspunkt. Vielleicht wird der uns auch mal im Kampf nützlich sein, sollten die hier tatsächlich herkommen. Ich befürchte es, weil die da hinten so Ding aufgestellt haben. Kann ja nicht wahr sein. Haben die nichts Besseres zu tun, als hier genau ausgerechnet hier hinzukommen? Okay, was können wir noch hier hinbauen? Ich will mir jetzt mal ein bisschen Zeit lassen, ein bisschen was wirklich mal bauen. Hier können wir einen Small Garden hinbauen. Direkt schön ans Wasser. Brauchen wir noch zwei Logs. Ein Rabbit Cage. Wobei, ich glaube, den müssen wir oben irgendwo hinbauen, dass sie da vielleicht auch reinfahren. Weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich selbst. Und ein Small Raft. Das könnten wir auch mal bauen. Zip. Da brauchen wir fünf Logs dazu. Ein kleines Bötchen. Auch cool. So, was ist das hier unten? Hausboot. Scheint noch nicht zu funktionieren. Effigies haben wir ja schon in Planung. Und dann natürlich später, bam, eine Mörderhütte. Die stellen wir dann hier hin. Das ist doch eigentlich ziemlich pornös. Dann hätten wir hier voll die Festung am Strand. Würden dann natürlich noch irgendwie einen Wald rumziehen aus Holz. Bla blub, gleich sind wir eh tot und dann hat sich das alles. Schöner Sonnenuntergang. Also egal wie performance-schwach das Spiel noch ist, es hat schon seine schönen Momente. Ah. Ach ja.
So, haben wir die letzten Sonnenstrahlen noch mal schön genossen. Und dann legen wir uns mal schlafen, ne, Freunde? Gute Nacht wünsche ich euch. Gute Nacht. Gute Nacht. Können nicht schlafen, weil wir Besuch bekommen. Guck mal, wo der langläuft. Sieht er uns? Fuck, Alter, ich sehe nichts, ne? Soll ich mal ein Feuerzeug anmachen? Ich habe irgendwie das Gefühl, er sieht uns. Ja. Nicht abstürzen, Spiel. Okay. Komm auf dein Leben klar. Ich habe nur L gedrückt. Okay, Asi. Jetzt nicht den Vogel. Okay, komm, wir kloppen uns. Komm her. Warum bist du überhaupt allein? Wow, alles klar, alles klar. Oh shit. Oh shit. Du kriegst auf Fresse. Alter, du kriegst voll auf die Fresse. Verpiss dich mal. Verpiss dich. Bam. 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 Vernichtet. Tot. So. Mach das Licht aus. Okay, liegt hier noch was rum von ihm? Boah, ich habe es gerade irgendwie verschoben, glaube ich. Hier lag noch was. Egal. Versuchen wir nochmal zu schlafen, Freunde. Ach, ein Glück. Okay. Aus irgendeinem Grund ist hier einer gespawnt. Aber eben nur einer. Warum einer? Was liegt hier? War das eine Feder? Ach, hier liegt noch ein Arm. Vielleicht können wir den da ja auch noch anbringen. Warum wurde hier nur einer gespawnt? Das ist ja gar nicht typisch. Normalerweise sind es immer drei gewesen. Diesmal war es nur einer. Naja, mir soll es ja recht sein. Ich beschwere mich nicht. Und jetzt gehen wir mal wieder hoch und sammeln Sachen. Wir sammeln Sachen für Sachen. Für andere Sachen. Things for things praktisch. So, die zwei Logs werden wir jetzt mal verarbeiten. Ich überlege gerade, was klug wäre. Ich glaube, die Falle wäre klug. Aber irgendwie weiß ich nicht so recht, ob die was bringt. Und ja, ich weiß, ich höre immer meine eigenen Schritte, aber ich denke trotzdem immer, es sind die Schritte von jemand anderem. Ich werde völlig paranoid in diesem Wald. Die Axt ist auf jeden Fall cool. Die finde ich gut. Mit der haben wir echt eine Chance, denen eine reinzuhauen. Wobei, wenn es eine alleine ist, dann sind die ja nicht so schwer, muss man ganz klar sagen. So, wir fällen mal den nächsten Baum. Dass wir hier hinten mal ein bisschen Freiraum haben. Na komm, gleich haben wir einen Unterfelder. Das ist ein großer, wie es aussieht. Tschu, pling. So, einmal hier die beiden rein. Frage ich mich, wo die anderen beiden Baumstämme liegen. Hier unten scheinbar nicht. Vielleicht auf dem Felsen. Mal gucken.
Irgendwie nicht. Okay. Hier oben liegen viele Stöcke. Halt, hier sind noch Baumstämme. Der lag mir jetzt fast schon zu auffällig darum. Da war gerade so eine Health-Pflanze. Sehr gut. Da kann man sich dann irgendwann mal aufladen. Sollte man irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Ach komm, nehmen wir noch gleich zwei Baumstämme mit, oder? Bauen da unten weiter. Während wir auch die Stiggies anbauen. So. Gut, das ist ein bisschen nervig, der Weg. Aber er hält sich in Grenzen. Und hier unten scheinen wir zumindest, was Patrouillen angeht, einigermaßen safe zu sein. Ah, da ist noch ein Baumstamm. Sehr cool. So. Und wir brauchen noch ein paar Sticks. Okay. So. Das dürfte ja soweit mal gut klappen. Wir machen Fortschritte immerhin. So, und den baue ich jetzt gleich mal das Floß an. Das mit dem Haus. Brr. Oh, Freunde. Floß oder Garten? Komm, ich baue erstmal einen Garten. Nee, ich baue erstmal das Floß. Das finde ich jetzt gerade cooler. Zip. Okay, das mit dem Haus, das ist so eine Sache, ne? Freunde. Ich finde es zwar cool, dass man sich so ein Haus bauen kann, wo man dann ja auch angeblich safe drin ist. Aber ich finde es ein bisschen hart. 82 Holz. Gut, man hat dann auf der anderen Seite natürlich einen safen Rückzugsort, falls das denn jetzt schon stimmt. Darf hier nie vergessen, dass wir noch in der Alpha sind. Da darf man sich ja nicht auf alles verlassen, was man so hört und liest. Im Gegenteil. Aber wir versuchen es einfach mal trotzdem. Und dann finden wir es heraus. Irgendwann werden wir das Haus schon fertig kriegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt in dieser Aufnahme sein wird, denn puh, wenn es mit dem Speichern halt nicht klappt, ist es schon etwas heftig. So. Jawohl, vor Freude zerklatschen die Baumstämme hier gleich in der Luft. Ach, da kommt noch einer. Natürlich. So, wo ist er? Hier. Und da kommt der andere. Super. Dann bringen wir die erstmal runter. Dübidübidüdüdü. Immer ich hier aufs Gras laufe, denke ich, mir läuft jemand hinterher. Ganz schlimm. Okay. Sah gerade kurz so aus, als würde das Boot abdriften, obwohl es noch gar nicht fertig gebaut ist. Okay. Ich meine, ich hätte was gehört. Halt, das hier wollte ich mal bauen. Hab ja die Hoffnung, dass da mal der eine oder andere Eingeborene reinrennt ins Feuer und dann verbrennt. Das wäre ganz großartig. So, dann holen wir uns nochmal Bäume. Ist das da ein Hai? Oder sind es nur Wellen? Ne, es sind nur Wellen. Okay. Ja, ich habe sie gehört. Aber die sehen uns schon nicht. Nee, Quatsch. Schuppiuppidu. Okay, das Ding ist fertig. Das kann man jetzt scheinbar einfach ins Wasser schieben. Wirklich? Ich weiß ja nicht. Probieren's mal. Okay, es klappt. Soweit.
Aber was bringt mir das jetzt? Kann ich da jetzt einfach drauf springen? Okay, das. Naja, man kann es mehr oder weniger. Ich habe noch nicht so ganz geblickt, was es bringt. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall hier ein Boot stehen. Sieht ja ganz cool aus. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Und dann bauen wir hier weiter.